Ja, herzlich willkommen zu meinem Gitarrenworkshop. Wie stimme ich eine Gitarre? Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet und heute mal bunte Saiten aufgezogen für meine Schülerin. Die freut sich dann bestimmt und ist total motiviert. So, also, wir nehmen mal hier, hier ist eine Saite, also wir gehen an die schwierigste, an die E-Saite. Manchmal sind die Gitarrensaiten eingeschweißt, dann nimmt man eine Schere und schneidet sie auf. So, da ist das gute Stück. Eine Nylon-Saite, die hohe E-Saite. Nun wird spannend. Ja, nun wird es wirklich spannend. Ich zoome mal ein bisschen ran, dann sehen wir hier, wie was genau passiert. Wir nehmen mal die Saite. Egal welches Ende. Noch ein bisschen besser, okay. Dann hauen wir die hier in das kleine Loch rein, wenn wir es finden. Sehr schön. Jetzt lassen wir ein Stückchen frei. Schauen wir mal, so sollte es passieren. Wir machen hier eventuell schon einen kleinen Knick. So Daumen groß. Also da kann ich ein bisschen schärfer sein, weil wir die nachher brauchen. So, jetzt wird es spannend. Wir ziehen die Seite einfach hier durch. Dann gehen wir hier rüber. So. Ja, dann sollte es eigentlich hier rüberfallen. So, und nun fädeln wir sie hier hinten nochmal langsam durch. Bis hier auch schön, aber jetzt kommt der Klick. Wir nehmen den Zeigefinger, das macht sie am besten, damit die nicht wieder rausrutscht. Und fassen hier quasi, drücken drauf. Und wenn wir jetzt Glück haben, ziehen wir diese rein. Und sensationell mehr. Wenn es zu schnell war, könnt ihr nochmal auf Rückspulen machen und guckt euch das nochmal in Ruhe an.